von Fox & Follix und ich zeige euch hier, wie man einen Hemdensaum arbeitet und die Seitennähte für das Cool Shirt schließt. Und zwar ist das also eine ziemlich einfache Sache. Wir legen einfach rechts auf rechts den Ärmel und die Seitennaht aufeinander. Wir schließen das in einem. Das macht sich bei Hemden richtig gut. Und dann stecken wir uns oben hier eine Stecknadel hin, damit uns die Unterarmnaht nicht verrutschen kann. Und dann wird nochmal vielleicht ein Nähchen oben eingesteckt und ein Stecknadel unten. Und das war's dann auch schon. Dann können wir das nähen mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Bei all meinen Schnittmustern gleich, kennt ihr schon. Und ich stecke mir das auch meistens gar nicht groß, wenn ich selber nähe. Das müsst ihr dann sehen, wie ihr es machen wollt. Jetzt geht es erstmal an die Nähmaschine und wir schließen die Seitennaht. Hierbei ist dann nur zu beachten, dass ihr natürlich die Stecknadeln rausziehen müsst, bevor ihr drüber näht, ist klar. Und über die Stecknadel, die diagonal drin steckt, könnt ihr einfach rüber nähen. Dann wird das im Anschluss abgekettelt und die Seitennaht wird in das Rückenteil gebügelt. Ganz wichtig, das ist in der Regel eigentlich immer so. Ausnahmen gibt es zwar, aber in diesem Fall wird die Naht in das Rückenteil gebügelt. Hier habe ich meine kleinen Riegel, die kann man sich auch selber machen, wenn ihr ein anderes Hemdchen mal näht. Und der Riegel wird so angesteckt, dass die Stoffoberseite nach unten liegt und die umgebügelten Seiten nach oben stehen. Und dann müsst ihr so viel Platz lassen, dass ihr einmal den Saum umschlagen könnt. Und wir schlagen den Saum 5 mm ein und 5 mm nochmal drüber. Ne? Also ganz schmal. Und so muss ich jetzt das hier 5 mm höher anstecken. Und es macht sich auch gut, nicht nur den Riegel so ein bisschen seitlich anzuschneiden, sodass er in den Verlauf des Saumes reinpasst, sondern auch die Nahtzugabe etwas zu verkürzen. Dann ist es nachher einfacher mit dem Nähen. Dann schlage ich das ein. Und dann wird dieses hier im Anschluss einfach nur umgelegt nach vorne und von dieser Seite dann nochmal angenäht. Jetzt stecke ich mir auch vorne erstmal, das wird auch eingeschlagen, 5 mm, vielleicht werden es auch ein bisschen mehr, das ist jetzt nicht wichtig. Hauptsache ist auf beiden Seiten gleich. Dann schlage ich das auch nochmal ein, hinten am Rückenteil, wo es gerade ist und dann erst stecke ich mir die kurvigen Seiten, das ist nicht ganz einfach. Wer das schon mal gemacht hat, der wird wissen, dass in den Kurven das sich leicht etwas verzieht und das dann auch nicht so schön aussieht. Man sieht es sehr, sehr oft bei gekauften Hemden, da könnt ihr mal gucken. Und jetzt wird das hier gut überall eingeschlagen und festgesteckt und dann können wir an die Nähmaschine gehen und das Ganze nähen. So ist es am Anfang bei vielen Maschinen so, dass die stecken bleiben. Da bietet sich dann an, einen langen Faden hinten hängen zu lassen, sodass man ein bisschen dran ziehen kann. Meine Pfaffmaschine ist ganz super, die transportiert sehr, sehr gut und da brauche ich es nicht unbedingt, aber in der Regel muss man schon ein bisschen dran ziehen hinten. Und dann nähe ich ziemlich knappkantig, ganz wichtig, und du solltest in deiner linken Hand immer so eine Stecknadel haben, womit du dann immer wieder das Ganze reinschiebst oder wenn du längere Nägel hast, dann kannst du das auch machen, sodass die Nahtzugabe hier nicht rauskommt. Das geht auch, je nachdem, wie du gerne arbeiten möchtest. Dann arbeite ich mich rum und ich ziehe die Stecknadel erst raus, wenn meine Nähnadel schon fast drauf sitzt. Ne? Es gibt vielleicht einige, die sagen, ach, warum benutzt du denn nicht diese Füßchen, die du uns vorgestellt hast von Madame So? Du hast doch so ein Saumfüßchen. Und in dem Video habe ich das auch schon angesprochen, dass es tatsächlich viel, viel schwieriger ist, mit diesem Füßchen rumzukommen. Schon alleine deshalb, weil der Anfang sehr, sehr schwierig ist und weil wir viel Kurven drin haben. Und da eignet sich das nicht. Es eignet sich nur, wenn man jetzt mal meterweise Chiffon rollieren soll. Dann ist das eine super Sache. Aber für so ein Hemd ist es am besten, man macht es von Hand. In unserem Kurs Nähen 101, 101, da habe ich nochmal einen kleinen Minikurs, wie man so einen Saum näht. Da arbeite ich das, ohne es vorher zu stecken. Da kannst du vielleicht mal vorbeigucken und sehen, wie ich es da mache. Aber für jeden Anfänger würde ich empfehlen, steck dir das richtig gut und dann immer hier mit meinem Nagel mache ich es, dass ich da reingehe und zusehe, dass die Nahtzugabe auch nicht rausflutscht. Das ist also ganz wichtig.
Dies ist jetzt das vorletzte Kapitel für mein Cool Shirt und wenn du alles zusammen sehen willst, dann kannst du das hier auf YouTube tun per Playliste oder du kannst uns bei academy.foxandfrolics.com besuchen und es dort ansehen. Der Link für die Academy ist in der Infobox und ich hoffe, es macht dir viel Spaß zuzugucken und du kannst auch was lernen. Verriegeln nicht vergessen. Und der nächste Schritt ist jetzt, meinen Riegel nach außen zu rollen. Und dann kann ich den auch noch mal knappkantig absteppen. Es ist also ganz, ganz simpel. Ich finde, das sieht immer sehr schön aus. Du könntest auch noch ein Knöpfchen draufsetzen. Das macht sich auch ganz gut. Und jetzt sind wir schon fertig. Sieht das nicht super aus? Also ein richtig toller Saum. Und jetzt wird das Ganze nur noch gebügelt. Also dann bis nächste Woche hier auf YouTube oder gleich in der Academy. Tschüss! Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die gesamte Serie, die du bei academy.foxandfrolics.com sehen kannst. Da zeige ich dir, wie das ganze Hemd genäht wird in kleinen, schönen Kapiteln, so wie dieses hier, sodass du dir aussuchen kannst, was du machen möchtest. Es ist auch ein OP-Kragen dabei, was sehr schön ist. Alle möglichen Sachen, die du vielleicht noch nicht so kennst, einschließlich natürlich auch dem tollen kurzen Arm. Also wer es nicht abwarten kann, bis nächste Woche, wo es wieder ein neues Video gibt, der kann auf academy.foxandfrolics.com das Ganze jetzt schon sehen und ich sehe dich dann dort oder nächste Woche hier auf YouTube. Tschüss!